Heidi, hallo meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark of Thrones. Heute nicht allein, sondern mit dem Cloud. Hallöchen, Freunde. So, und wir holen jetzt für den Cloud einen Petri. Ich habe Temixel dabei und ja, wir sind generell gut ausgerüstet, würde ich mal behaupten, ne? Gut, ich heb mal ab und schaue, ob ich den fetten Cloud mitnehmen kann. Ja, ich bin ultra fett heute. Nehme ich mit. Okay, das war mal nix. Komm, warte, warte, warte. Gott! Und wo wir gerade dabei sind, ab Mittwoch werden die Dedicated Server von PC für die PlayStation 4 freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr das Spiel auf PC habt, könnt ihr über den Dedicated Server auch PS4 Server betreiben. Und bei Nitrado werden ab Mittwoch auch die mietbaren Server zur Verfügung stehen. Ich glaube, ein 10er Slot kostet 8 Euro und ich glaube, ein 50er Slot um die 60 Euro, glaube ich, schon fast. Wie gesagt, guckt auf die Nitrado-Seite, wenn ihr so einen Server machen wollt. Ansonsten, man kann dann auch vom PC hosten, wenn es von der PlayStation, also wenn ihr keine zwei PlayStation habt, und das ist eigentlich schon mal ganz geil. Nö, yes. Sari. Sehe ich auch so. So, warte, lass mich gerade die Runde schauen, wo der Gute ist, weil da waren 150er. Lass mich mal. Zieht ihr das Leben ab? Nein. Das ist gut, da schmeiße ich dich jetzt die ganze Zeit mit dem Mist. Ja, der Dave, der hat uns ein bisschen ausgestattet. Also er hat jetzt Sari eine lila Schrotflinte gegeben. Mir eigentlich eine, ja, sagen wir eine lila Bogen, aber den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Und eine Pistole, wo ich keine Munition für habe. Geil. Wo sind du jetzt die Petris? Ja, die sind jetzt wieder weg, weil wir zu lange gebraucht haben, weil wir so eine Anmoderation gemacht haben. Wir waren nämlich vorhin schon mal hier, haben geguckt und dann sind wir wieder zurück. Wir sollen ja ehrlich sein. Ne? Ja. Gut. Ja, keiner da. Jetzt sind wir alle weg. Stück. Da vorne ist einer. Petri Level 140. Gut, der muss nur runterkommen. Dann ja. Kriegt er die Bola an die Fresse. Der fliegt jetzt hier, hier, hier. Den beobachten wir jetzt. So, Petri. Komm mal her hier. So, ich hab ihn. Abbetäuben. Aber nicht auf den Kopf, ne? Ne, ne, halt nicht vor. Schieß schön auf den Arsch. Komm. Schlaf, mein Freund. Guck mal ab und zu auf die Leben. Ja. Ja, vom Leben her hält er es leicht aus. Wir müssen doch. Gut. Oh, er ist down. Nicht mehr drauf schießen. Eigentlich vor. So. Inventar öffnen. Ich schmeiß ihn mal. Achso, du hast das Fleisch, oder? Nee. Das war ein Petri drin, aber da ist nichts mehr drin. Bist du irgendwo ein Schaf? Ja. Ja, versuch ihn mal standhaft zu halten. Ich. Mach das. Ich hol Schaf. Ah, jetzt hat er meinen Vogel. Ist egal. Ach komm, ich hol schnell. Ich hab eh nichts zum Betäuben bei. Ja, liegt bei ihm drin. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo du warst. Ah, ich bin hier oben. Ich glaube, du bist gerade vorbeigeflogen, oder? Nein. Ja, hier. Ja. Und so. weil Cloud Forstem nicht kennt, Temixel nicht kennt, darf er es heute verwenden. Was ist das? So, pack ein Fleisch rein. Ja. Und der Große nehme ich heute raus. Und jetzt rechte Maustaste drauf, oder wie? Einfach drauf und E. Und schau auf sein Essen. So, komplett runtergehungert. Okay, und jetzt haut er sich das Hammelfleisch rein. Jetzt haut er sich das Hammelfleisch in Sekunden rein. Und 140er Petri mit voller Effizienz gezähmt. Geil! Okay, TMXL, habe ich bis jetzt echt noch nicht gesehen. Also doch, bei dir schon, aber ich habe es noch nie angewendet. Ist ja geil. Ja, Cloudflieger. Level 209. Ja, bloß kein Sattel. Stimmt, aber wir haben Leder ohne Ende in der Base. Also den können wir gleich machen. Warte. Ich habe den noch nicht gelernt. Also du musst mich schon mitnehmen. Ihn, ja. Kann ich dich so greifen? Nice. So, der fliegt mir eh. Der fliegt mir eh nach. Kommt der mit? Ja, normalerweise schon. Und. Wir halten dich bei mir. Gut. Wo ist er? Hier ist er. Hast du gecraftet? Habe ich. Wunderbar. Warte, warte, warte. Kommt. Gib's mir. Wo ist hin? Ach da. Hinter dir. Dankeschön. Bitteschön. So, mal hochklettern schnell. So, erstmal. Oh Gott. Wir müssen gleich wieder runtergeschmissen. Ja, der Petri flattert immer. Ah, der hat aber eine geile Farbe irgendwie. Ja, nur das Beste für dich. Ja. So. Jetzt bin ich auch befackelt.
Juhu! Das Gute ist, jetzt können wir auch mal wirklich richtig zähmen gehen, gerade wenn wir zu zweit einen Flieger haben. Mhm. Das ist schon echt praktisch. Was ist das da unten, was da rumläuft? Petri Level 145. Was wo? Und Petri mit Level 145. Komm, den holen wir jetzt auch noch schnell. Komm mal runter mit deinem. Heute ist extrem Petri-Time. Warte, warte, ja. lass mich zuerst. Du Bolas, ich schieß drauf. Ja, ja. Boah, der ist auch geil. Na, komm, Bola. Hab ihn. Boah, den Birks her. Warte, er sieht schon ganz schön durch aus. Warte. Ja, schau mal. Ja, liegt. Down. Ich hol das Fleisch raus. Okay, nice. So, Fleisch. Boah, erst beim Schnaufen. So, Fleisch ist drin, ne? Okay, TMXL auch und E. Nice. So, jetzt kann ich auch mal sehen, wie das hier hochballert. Ah. Alter. So. Gib ihm einen Namen. Das ist der Ersatzfratz. Leck mich, das ist meiner, der ist 260. Stimmt, ich könnte meinen auch mal hier einen anderen Namen geben. Wieso? Klautsflieger. Ja, das heißt dann der Wolkesflieger. Hä? Oh. Nee, ich behalte meinen. Der ist mir ins Herz gewachsen. Aber ich finde meinen von der Farbe cooler. Und das kleine bisschen Levelunterschied. Ja, macht nicht viel aus. Wollen wir dem irgendjemand schenken? Oh. Nee, das weiß ich. Für was? Warum? Ich wollte doch anderen Leuten ein Geschenk machen, Sari. Du bist nicht mehr ganz dicht, ne? Ja, und dann pfeif den mal ab hier. Ja, der fliegt dir nach. Auf T. Oder auf U. U was, Entschuldigung. Genau. Warum ist Knödelbuki bei dir? Ja, das war ich vorhin auch. Ich bin mit deinem Flugtier hergeflogen, da kam der schon angerannt. Okay, alles klar. So, wollen wir noch ein bisschen Alus ärgern? Wir können Alus ärgern gehen. Juhu! Ich dachte, der wäre runtergefallen oder so. Ah, hier unten ist er, hier unten. Ja, der Alpha ist unten, also der mit dem Buff ist unten. Ja, ja. Da können die beide uns doch oben am Arsch lecken, wenn wir den hier unten beschießen. Ja, wenn sie oben bleiben, ne? Warte, ja, da kannst du... Ich lock sie mal weg. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich lock sie mal weg. Ja, und... Hallo, Freunde! Boah. Kommt schon, was ist mit euch? Die haben keinen Bock. Ich bin so lecker. Hallo, Freunde. Freunde. So, komm her, Alter. Okay, der Alu fällt mal. Und der zweite. What? Serverlag eben. Ne, war bei mir nix. Zweiter, komm. Der zweite fällt jetzt auch. Ja, der Alu rennt gerade weg. Ja, das ist scheiße bei den Alus. Die rennen immer weg. Immer. Ich hab's gestern auch schon mal probiert, einen Alu zu holen, aber der war auch immer weg. Der hier ist es, oder? Nein, er ist hier hinten. Ja, da, genau. Lockt immer wieder da unten rein, also in die Tiefgasse hier vorne. Warte. Setz mich mal hier vorne wieder ab. Wo bist du? Da, er fliegt da rum. Gut. Er muss hier vorne wieder hinkommen. Da ist er. Aufpassen. Mann, der ist zu schnell weg. Jetzt kommt jetzt. Was? Nein, mein Flieger! Mann, es hat. Weil du ihn angegriffen hast, jetzt. Oh. Warte mal, dann macht er passiv. Ich komme nicht an bis dahin. Jetzt weißt du, wieso wir zwei haben. Ja, der greift dich jetzt die ganze Zeit an. Warte. Greift er mich immer noch an? Er greift ihn immer noch an. Jetzt nicht mehr. Nee. Hab ihn auf passiv. Ich komm zu dir hoch. Du müsstest da irgendwo sein, oder? Nein. Hinter dir. Hier hinten. Links.
Ah, da unten. Ja, da wo mein Name steht. Und vorbei. Ah, flieg halt hoch. Wo ist er denn? Da. Warte mal. Jetzt kannst du ihn pfeifen auf T, genau. Ja. Yeah. So, hab wieder. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal wieder zu dem Alu da hinten hin. Wo ist er jetzt, der Alu? Der ist ganz hinten. Der ist hier durchgelaufen. Da unten steht er. Ach, hier ist er. Oh Gott, nein, 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 nein! Oh Mann, wie steigst denn du von dem scheiß Vogel ab? Er steigt nach hinten weg ab. Kann man machen. Ich hab deinen Vogel gerettet. Ja, mein Zeug ist mir gerade wichtiger als der Vogel. Du bist in der Base, oder? Wie scheiße ist das denn? Steigt seitwärts ab und rutscht einfach komplett nach hinten weg. Kann man machen. So, der Alu hängt fest. Ah ne, jetzt bewegt er sich wieder. Mann, jetzt bleib doch einfach mal stehen, du Arschloch. Hey. Oh mein Gott, der läuft weg von uns. Ja, intelligent ist er ja, ne? Er hat überhaupt kein Interesse an mir. Das setzt mich mal neben ihn hin. Weil der bescheuert ist. Guck, jetzt bleibt er da stehen in der Ecke. Ja, ich schieße auf ihn, aber es kommt keine Topo-Anzeige, also keine Treffer-Anzeige. Jetzt. Oh, ich habe schon wieder fast runtergefallen. Ich stehe da unten bei ihm. Ja, ja, ich schieße von oben auf ihn drauf. 18 Pfeile habe ich noch. Ich noch 12. Okay, das wird sich nicht ausgehen. Naja, jetzt kommt aber auch keine Anzeige bei mir. Komm, schlaf. Komm, bitte, das soll sich ausgehen. Ja, komm schon. Ah, ich glaube, nee, das sind aber zu wenig Pfeile für. 11 Pfeile habe ich noch. Ich habe noch 2. 1. 0. Das war's mit meinen Pfeilen. Wir haben noch 7. 6. 5. Ich habe noch normale Pfeile bei, aber ich habe keine Narkosemittel. Narkosemittel hätte ich noch ein bisschen was mit. Oder ist im anderen. Ne, halt ich mit. Da kann keine ich Munition. Warte mal, lass mir mal kurz ein Topo gucken. Denn 4500 von 9900. Ja, ich könnte ganz viele Pfeile machen. Ich komme mal zu dir runter. Warte, ich komme mal zu dir rauf. Okay, dann so. Weil es ist nicht so sicher hier unten. Wo bist du? Ach, da vorne. So, warte mal. Ah, oh, er hat sich wieder rausbewegt. Ja, ja, ist egal. Hier hast du mal 10. Dann haben wir 10 Pfeile. Hm. Ich flieg kurz in die Base 1 holen, okay? Ja. So, ich geh wieder runter zu ihm. Jo, und ich guck mir von oben an. Ist er aggro oder geht's? Ja, er greift gerade dort viel davon an, aber wir schießen die ganze Zeit schon. Siehst du, wenn du da oben bist, dann macht er nichts. Ich check mal kurz ein Topo. 7300 von 9900, das könnte sich rausgehen. Ja, aber gleich würde er sich vollfressen wollen oder er haut wieder ab. Er haut wieder ab. Wie nah er einfach nur dran ist, ne? Jetzt fall um! Frisst er dich schon? Na ja, geht gut. Er hat. Warte. Ah, bleib mal ruhig. Ich kann's nicht lesen. 9000 irgendwas. 9600. Ein paar Pfeile noch. Dann liegt er. Mann, er geht einfach immer hin und her da unten. So ein blödes Arschloch. Ja, jetzt bleib ich auf der Stelle stehen. Jetzt kommt er wieder nicht, wenn ich auf die andere Seite gehe. Er liegt. Was? Er liegt? Er liegt. Er liegt? Ja, komplett. Wunderbar.
Ah, du hast das Ganze in der Narkose Zeug. Gib du in der Narkose Zeug und ich schaue, ob ich noch ein TMXL zusammenbringe. Ich habe noch Narkose Zeug? Ja, du hast ja von mir die ganze Narkose bekommen. Oder hast du alles? Ich hab da ordentlich jetzt verbraucht. Weil ich hab doch was. Ich hab noch was. Weil sind rein zur Sicherheit, ich suche TMXL und gib ihm Hammelfleisch. Ah, brauchst du noch nicht rein tun. Nee, lass es. Gib ihm erstmal alles essen. Auf einen Schlag. Ja, alles auf einen Schlag mit TMXL. Ich flieg zur Base und hol was. Transfer. Transfer und. Eine große Mittel hole ich mir wieder raus. Ja, 74 Level bekommt er dazu. 224er. Ja, ja. Nein. Nice. Ja, nah dran. Und wir haben einen. Tada! Hallo. Steht er bei dir? Ja, jetzt steht er. Du hast gezähmt. Ah, hallo. Jawohl. Hallo, Lee. Ja, jetzt brauchen wir noch zwei andere mit der 150 fangen. Das ist meiner. Ich dachte mir gerade, warum habe ich schon wieder ein Level ab? So, hallo, komm. Da kommt er angeschossen. Warte, den parken wir mal irgendwie vorne. Oh. Was? Runtergefallen. Ich bin von der anderen Seite runtergesprungen. Schön. Komm rum. Ja. Ja, komm her, komm her. Ja. Er hängt in dem komischen Baum fest. So. Alter, das ist aber auch Vieh, ne? Ja, das kann was. Schön grün. Werde ich noch bemalen müssen. Ich hole noch schnell den Petri. Das soll auch zu meinem Haus parken, weil da ist der Futterdruck. Also den Ersatz-Petri. So, mal ein Stück. Der bleibt da. Bleibt da erstmal hier vorne irgendwo in der Nähe stehen. Der sieht ja mal ganz gut aus, wenn du so ein Tier vor der Tür hast. Das einzige Problem, was ich bei Ark momentan finde, ist, dass die Tiere nicht seitwärts gehen können. Ja, ist komisch. Das ist normalerweise so ein Alu kann ja mal einen Schritt links oder einen Schritt rechts, oder rechts machen können. Nicht Rex. Rechts machen können. Ein Schritt Rex. Ein jo. Schritt Rex. Auf jeden Fall zwei Petris, ein Alu und zwar high-levelig, sage ich jetzt mal, ne? 209. Der Petri hat 216 und dein Petri hat auch 200, schlag mich tot, ne? Und ich bin nur einmal gestorben. Ich gar nicht. Kann sich sehen lassen, ne? Ja, gut. Bei mir ist es immer so, ich falle überall runter. Ich würde sagen, das war's für heute, oder? Ja, das war's, Freunde. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao. Ciao.